Moin Moin Leute, herzlich willkommen bei Werder News. Heute zum folgenden Thema und zwar steht Lee Buchanan kurz vor einem Transfer. Aber Leute, alles weiteres nach dem Intro. So Leute, Lee Buchanan wurde heute Morgen vom Trainingslager freigestellt. Er ist wohl nach England geflogen, um weitere Gespräche mit seinem neuen Verein zu führen und wohl auch den Medizincheck durchzuführen. Sorry. Und ja, um diesen Verein soll es sich wohl um Birmingham City handeln, laut der Deichstube. Es wurde auch irgendwie von Everton was gesprochen, was ich jetzt glaube ich nicht glaube so. Wir werden auf jeden Fall auch eine Ablöse bekommen. Ich schätze mal so um die 2 Millionen, um die 1,5 Millionen, denke ich mal. Auf jeden Fall kommt jetzt mal meine Meinung zum Transfer. Also, ich sag mal ehrlich, nach einem Jahr, ich finde es ein bisschen schlimm, dass wir ihn jetzt nach einem Jahr direkt wieder verkaufen, weil er halt seine Leistung nicht gezeigt hat. Ole Werner hat den auch nicht oft eingesetzt. Das fand ich ein bisschen schade, weil ich fand, Lee Buchanan, wenn er drin war, war er ein sehr guter Spieler. Ich fand ihn oftmals auch besser als Anthony Jung mal. Aber das ist natürlich immer Ansichtssache und Ole Werner fand das wohl nicht. Und dann hat Werder Bremen wohl ein gutes Angebot bekommen und ja. Aber tatsächlich steht denn auch wahrscheinlich ein Linksverteidiger-Transfer direkt kurz bevor, weil es wurde davon gesprochen, wir verkaufen Buchanan nur, wenn es einen Ersatz gibt und der soll wohl bald kommen. Aber außer U23 ist noch ein Spieler hochgerückt und zwar Shimo Röcker, soweit ich ihn richtig ausgesprochen habe. Und ja, er soll im Trainingslager wohl auch ein bisschen Profi-Erfahrung reinbekommen. Das ist natürlich für ihn eine sehr gute Sache und ich freue mich auf Shimo Röcker in den nächsten Testspielen, falls da jetzt nicht noch ein neuer Transfer kommt. So, das war's denn jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis bald, euer Justin.